Ja. Sind denn diese Kosten zum Beispiel für das Notar-Andor-Konto, sind die Notarkosten grundsätzlich schon mit drin oder gibt es da noch mehr Überraschungen, wo ich dann plötzlich aufwache und das kostet mir auch mal 500 Euro? Ja, Rechnungen heißen ja Rechnungen, weil man meistens nicht mit ihnen rechnet. Ja? Also wenn Sie bei, das machen wir aber auch gleich noch, dass Sie, wir steigen in die ganze Kalkulation noch ein, ich veranschlage bei Notarkosten und Grundbuchkosten immer 2%. Jeweils. Auf den Kaufpreis bezogen. Jeweils aber. Insgesamt. Nee, insgesamt. Na, also wenn Sie für 200.000 kaufen, haben Sie 2% Notar- und Grundbuchkosten. Also und viele Makler, die dann lieber nur mit 1,5%, weil sie dann denken, wegen der 0,5% Differenz wird das Haus nicht gekauft. Ja, also ich sage lieber vorsichtig und rechnen. Und das ist ja auch, sagen wir, bei den Notar- und Grundbuchkosten ist es so, das sind auch nicht Kosten, die Sie jetzt sofort nach Beurkundung, dass die sofort anfallen. Die gliedern sich eben in verschiedene Beträge und die letzte Rechnung kommt dann, wenn Sie als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind. Das war in Hamburg in den 90er Jahren, dauerte das, bevor das überhaupt eingetragen wurde, bis zu 9 Monate. Kamen die Kunden irgendwie nach 10, 11 Monaten noch eine Rechnung vom Kunden erschrocken und sagten, oh Gott, das habe ich gar nicht mehr gerechnet. Ja, und dann muss man sagen, nee, das ist aber in den 2% drin, die wir ursprünglich geplant haben. Ja? Mittlerweile geht das schneller, das ist online geführt. Ich weiß jetzt nicht, hier in Pinneberg, ich denke mal 3, 4 Wochen. Ja.